Leute, willkommen zum besten Bazar-Spieler Europas. Ihr glaubt nicht an mich, ich tue es. Wir haben heute ein Schildbild probiert. Ich würde es gern Hardcore taufen, weil wir mit dem Chor versuchen wollten zu gewinnen. Hat ein bisschen funktioniert. Viel Spaß. Achso, wir machen das so. Dieser Chor wird mit einem kritischen Schild gespielt. Okay. Wir machen einen Critical Shield Chor. Würde ich sagen. Das heißt, der Schilde können ja auch critten. Und der Chor selber wird aber die ganze Zeit gebufft. Das heißt, er macht den Damage. Okay. Und dann wird das funktionieren. Guck, wie krass der ist. Da wird es funktionieren. Ich habe die Linguini Explore. Die hat mehrere Profile. Nee, nee. Ich will es simpel. Ich will hingehen und ich habe 3, 4 Sachen zur Auswahl, drücke drauf und das Ding macht die. Du musst mir das Spiel nicht erklären, Bruder. Das will ich. Sie können euch aus dem Teich trinken. Nee. Ich muss mir jetzt einen Kaffee holen. Sven, bist du auf Arbeit schon? Oh, das ist echt gut. Minimum Items können wir hier nicht gebrauchen. Wir nehmen die Chest. Great Chest ahead. So, spielen wir den Junk Boy. Aber ich glaube, wir brauchen Skills, um zu gewinnen. Wie geht der Kaffee da? Du fragst, wie der Kaffee bei Instinct geht? Und hast mich als dein Talent? Muss ich den Arzt rufen? Das geht nicht, Sven. Du brauchst doch gar nicht laut zu schreien. Oh, der hat auch keinen Bock. So. Das ist auch so ein Talent. Ich bin ein Talent. So, also ich würde mich freuen, wenn du mir Kaffee machst, Sven. Du gehst einfach zur Kaffeemaschine, stellst eine Tafel... du stellst eine Bohne, aber 150% Fülle. Was rauskommt. Es ist wichtig, wenn du zu viel Bohnen reinmachst, sterbe ich. Das ist übrigens ein ganz, ganz grausamer Bärtel hier. 150 Bohnen, okay. Jetzt ist Schluss. Aber das tut mir sehr leid. Guck mal, der hat plus 24 Weapon Damage und keine Waffe. Grasse! So, 3 Damage for each Weapon. Ja, ich habe gar keine Weapon. Und er wird meine einzige Weapon bleiben. Wir holen uns mal einen Freund. Naja. Ich hasse Walzer so sehr. Also ich hasse ihn über alles. Aber das Problem an Walzer ist, er tut so, als wenn er wichtig ist. When you use a small item, charge this. Das Ding ist riesig. So, wir gehen mal weiter Richtung Level. Dein Blut besteht aus 15% aus Kaffee. Das kannst du ab. Nee, bei mir ist es sehr seicht, Leute. Es ist sehr wenig Kaffee. Ihr denkt immer, ich trinke viel Kaffee, aber vom puren THC-Wert ist es übel wenig. Leute. Fast nichts. Das ist ganz wenig. Das sagen alle Süchtigen. Es ist einfach Fakt. Alle, die bisher meinen Kaffee getrunken haben, haben gesagt, Maxi, was ist das?
Und nicht so, ja, so wenig. Ich spiele das nicht runter. Ich spiele es actually noch höher, als es ist. So, get a shield item. Jetzt, now we're talking. Haha, Copper. Copperfield. How do you hugelings use these things? Was? Shield equal to your shield. Oh, Alter, ich hab's richtig groß gemacht. That's what she said, ey. Also, den wollen wir nicht spielen, den Boy. Das ist kinda good. Aber. Midsworth says I have to trade even when I don't care. Even when I don't care. Okay, now sell me something. Ja, warte mal, bleib mal ruhig jetzt. Ich muss hier arbeiten. Boah, ich weiß nicht, ob ich das will, was hier passiert. Ich finde es ja alles scheiße. Aber die Wings sind actually gut. Ich glaube, wir scalen mal noch weiter. Boah, das ist actually schwer, weil. Use any item to the left of this charge. Ja, eigentlich müssen wir jetzt so spielen, ne? Weil. Erst wenn ich super viel Crit habe, lohnt sich das. Ich brauche eigentlich ihre Items, ne? Ich brauche ihr Krähennest. Neue Cam sieht sexy aus. Die wird nicht. Also, die ist eigentlich nicht mal da. Scheiße, ich habe den Schild falsch. Oder ich habe den Schild falsch. Walter, rette mich! Bravery without strength is a sword without a blade. Er hat mich nicht gerettet. Eure Schuld. So, Shield and Toughness. The world is pretty scary. Scary. Okay, your shields. Das ist wichtig. Boom. Der da hat geringen Cooldown. Der ist wichtig. Jetzt müssen wir nur irgendwie... Ach du Scheiße. Alter, du sexy Mensch. 2% Fülle, aber 2 Boden dafür. Geil. Danke. Boah. Guck mal, wie groß die Tasse ist und wie leer dadurch der Kaffee aussieht. Danke dir. So. When you use a tool, this gains 1 max ammo. Aber ist das auch ein Reload? Oder nicht? Also das hier ist geil. Doch, Sandschleifer. Aber eigentlich müsste ich so machen. Die haben jetzt 45% Crit, Leute. Das ist actually langsam playable. So, der hat auch Schild, ne? Und der da hat auch Schild. Ja, wir nehmen die beide mal mit. Und dann brauchen wir XP. Irgendwoher brauchen wir fucking XP. Gewinne ich überhaupt gegen den? Also ich muss mal den hier, glaube ich, spielen. Bei dem ist Cooldown eigentlich egal. Das heißt, ich kann das jetzt so nutzen. Und ich will aber trotzdem so. Ich glaube, so ist am besten. Weil der hat geringen Cooldown. Das heißt, der profitiert davon. Und der ist both. He both.
He both. So, also hier müssen wir gewinnen, weil der hat Feuer ganz viel, aber wir haben Schild. Wir brauchen den Diamantschleifer auf Diamond, Leute. Ich glaube, der kann ja richtig arbeiten. Der Charge-Prozess ist hier noch nicht ganz optimal. Aber ich nehme mal an, dass der hier 100% Shield gibt. Oder? Ich weiß nicht, ob ich den hier längere Zeit behalte. Weil wahrscheinlich mache ich viele kleine... Oh, das ist lucky. Das ist actually mal lucky. Du brauchst einen Plan gegen Gift. Nein. Also ja, schon, aber... Was soll ich tun? Kannst du mal meinen scheiß Core upgraden? Mann, ich habe gestern mit Chris geredet. Und er hat gesagt, er will das auch. Ich will das hier immer upgrade leftmost item. Das muss mindestens einmal da sein. Muss! Sonst kacke! Ist so. Gestern gab es ein Patch. Was für ein Patch? Was wurde gepatcht? Hä? Dann gibt es eine eigene Version ohne Patch. Was wurde gepatcht? Leute. Und das hier könnte geil sein. Aber zu teuer. Also, genau. Armadillo wurde genervt, ne? Finde ich gut. So, Medium-Schilds können wir buffen. Oder alle Schilde. Ich glaube, alle Schilde ist besser, weil den will ich eigentlich nicht haben. Der hat geringen Cooldown, der meint das lieb. Aber wir wollen ja, dass das Ding übel reinschlunzt. Mal gucken. Also, bei Gift sind wir dead, aber das akzeptieren wir. Ihr müsst doch irgendwann wissen... Oh, shit. Ah, er hat Gift-Skills genommen, aber hat noch kein Gift. Okay, gut, gut, gut. Das ist genau mein Humor. Ja, wir haben genug Tankiness, um den tatsächlich zu machen. Hallo, was ist das denn? Der lädt den nach? Oh, da haben wir ja richtig Glück, dass wir Copper-Ad haben, Alter. Copper Ed macht tatsächlich consistent Damage. Der Port ist geil. Der ist komisch. Also wir gewinnen easy. Aber hätte auch ein Loot sein können. Wir müssen ja den Dreckscore upgraden. Das wäre geil. Das Ding und das Ding, dass wir auf 100% Crit sind. Aber du musst das Spiel auch mal mitmachen. So, wir müssen zu den Docks. Holen einen Shield. Haha! Ja, wir nehmen den mal mit. Weil ich glaube, ich muss den hier ersetzen. Weil ich glaube, mehrere von den kleinen Maden sind besser. Danke für die Subbung. Wir haben aktuell keine Commands, weil ich hier lost in space bin. Was macht der? Wir brauchen hier Sachen. Das da, die beiden wären übel geil. Das ja, das Multitool wäre auch nicht schlecht. Ich muss irgendwie noch Haste bekommen. Am besten, es gibt den scheiß Drecksvogel. Der hat doch gesagt, when you crit, you haste. Den brauche ich. Das ist auch krass, wenn ihr use a tool.
When you haste. Aber ich habe noch keinen Haste. Mann, nicht mein Core gained Weapon Upgrade. Das ist so, also das sollte verboten werden. Leute. Oh, das ist fucking lucky. Nichtsdestotrotz sollte verboten werden. Nice, her damit. So, wer bist du denn? Ja, wir können die beiden Flitzpiepen reintun. Das wäre möglich. Aber Max hat... Also der Walter ist wirklich schlecht, Leute. Okay. Der Armadillo-Skill wurde removed. Das heißt, Armadillo ist nur noch Armadillo. Aber hat er jetzt wenigstens 4 Sekunden Cooldown oder sowas? Oder ist er ganz weg? Weiß er, dass er den Core-Upgrade erst auf Level 6 bekommt? Ist das fest? Weil ich habe jetzt ja 1000-mal Upgrade irgendwas, aber nicht den scheiß Core. So, der versucht mich zu burnen. Respektiere ich. Ich mag burnen sehr. Armadillo ist ganz weg. Oh, das ist hart. Aber war auch sehr unbeliebt, ne? Das habt ihr mir auch erzählt. Dass es schon sehr hart gesackt hat. Aber ist auch wichtig, sowas. Muss ich sagen. Oh, der hat auch den hier bekommen. So, Non-Weapon. Wir nehmen mal kleine Items. The Core. Oh. You're a smart one for your size. When you slow. Ne, when you use the core, slow an item. Das ist süß. Nice. Das ist super wichtig. So, das Ding kann ich jetzt... Wie kann ich hier von dem Ding den Value erhöhen? Das würde ich gerne wissen. Das würde ich sehr gern... Wesen. So, ist das hier gut? Ich nehme den hier. So, hier haben wir ja quasi eigentlich nur den hier. Der hier ist sehr interessant. Der ist übel kacke. Aber das ist bei far das Beste. Das ist krass, dass der auch beides bekommt. Also der Sandschleifer mit Chris Army Knife ist absolut überragend. Zumindest für die ersten Wins. So. Ich weiß gar nicht... Lass mal ein bisschen über die Elo reden. Das würde ich auch gerne verstehen. Wenn ich ins Rank gehe, das mache ich ja aktuell nicht so häufig. Aha! So, wenn ich ins scheiß Rank gehe, Leute, wann kriege ich quasi Elo Plus? Weil es liest sich halt so, ja, Bronze-Chest, bla bla. Your Small Shields. Oh, Small Shield finde ich gut. Wann kriege ich quasi Edo Plus? Also sind das 7 Wins? Oder muss es in Wirklichkeit mehr sein? Silber oder Gold? Your Weapons. Ich würde gerade sagen, der ist hier straight up besser, aber liegt doch... Boah, das ist alles leider gut, ne? Aber McCrit ja schon geil. Weil der zählt leider nicht hier rein. Das ist ein bisschen unlucky. Wir machen mal Leftmost, weil es kostet ein bisschen weniger. Oh, das ist gut. Ja, Value kann ich jetzt nicht erhöhen. Keine Ahnung, wie das geht. Kannst je nach Ranking auch bei Gold Elo verlieren. Aber ich dachte, Bronze, Silber, Gold. Bei Gold wäre ja furchtbar. Oder bei 10 Wins Elo verlieren, ist ja Quatsch.
Du meinst dann wahrscheinlich bei Silber. So, also ich steigere meinen Schaden. Er steigert seinen Schaden deutlich krasser. Also es gibt eine Welt, wo wir das mit dem Sandsturm gewinnen. Also der Sandschleifer carryt hier halt übel krass. Wir müssen jetzt gewinnen, bevor der Wind und bevor der Golfschläger genau zur richtigen Zeit zuschlägt. Okay, das ist sehr unlucky für ihn. Das ist sehr, sehr unlucky für ihn. Er hat recht, Cripper mit 10 Wins Elo verloren. Okay, das ist ja incredible dumm. Das ist ja noch dümmer als beschissene Server. Das geht nicht, Leute. Alter, nein, jetzt kommt Walter ins Spiel. This one's strong. He'll keep you safe. Soll ich jetzt Walter spielen? Komm, wir probieren es mal. Es läuft gerade ein bisschen gut, würde ich sagen. So, Adjacent Friend. Ich würde gerne das neben den stellen, aber ich brauche eigentlich das hier. Ich kann es leider jetzt nur so machen. Alternative wäre halt hier. Also das Rightmost ist halt echt scheiße. So, Crit Skills. Crit Skills ist geil, aber Jesus muss im Raum sein. Gott sei Dank. Wir haben quasi nicht das nötige Geld. Das ist unser Problem. Es wäre cool, wenn ich den hier verzaubern könnte auf Schild, by the way. Das wäre wichtig. Und wir müssen irgendwie noch Haste kriegen, Alter. Weil das ist bisher kein Bild, mit dem ich gewinne. Also gar nicht eigentlich. Walter ist hier ganz cute, aber er macht auch nicht super, super viel. Ich glaube, es ist jedes Mal eine Bronze-Schokolade, ne, wenn der aktiviert wird. So, und was können wir von ihm kriegen? Das hier ist krass. Toxic Friendship. Toxic Friendship wäre im normalen Leben absolut shit. Ich glaube, das Ding war actually auch nicht schlecht. So, Core Cooldown oder Core Damage? Ich glaube, wir machen mal Core Damage, weil es immer noch sehr viel bringt. Sell Burn Items. Ne, die können wir uns nicht leisten. Tools. Ich glaube, wir gehen all in to Tools. Geil, das ist fucking lucky. So, was ist dein Problem? When you slow, charge. Okay, haben wir nicht. Nochmal neu rollen ist Quatsch, weil ich kann mir nichts leisten. Was ist das für ein ansehnlicher Hintergrund? Ja, ich bin tatsächlich ein Studio 4 bei Instinct, bei Finesse bin ich. Oh, der hat ein Burn-Build. Aber hallo. Das ist ein solides Burn-Build. Der hat tatsächlich die Klaue bekommen. Und keine schlechten Skills. Hast du einen Code für Holzkern? Ja, der ist unten im Banner. Maxi-HK. Wie Holzkern. So. Mal gucken, ob wir den machen. Oh, das ist aber ein Übelster. Der ist 2 Level über mir. Macht der was kaputt? Nee. Oh, shit. Oh, das ist nicht zu schaffen.
Weil das ist eine dicke Hand. Das war ein bisschen unlucky. So, machen wir das. Das ist auch unlucky eher. Core Cooldown. Der hier ist es. Den brauchen wir. Also, der Boy hat Cooldown Reduction für uns. Ey. So, das ist sehr gut. Das ist auch ganz nett. Und das ist krass. Wenn you crit, haste an item. Wenn wir das hier kriegen, dann würde ich sagen, dann würde das Bild langsam aufgehen. Und den Sandschleifer hätte ich auch gerne auf höchste Stufe. So. Das ist krass, wie viel Gift hier tatsächlich hier noch macht. Ja, der ist auch nett. Den könnte ich quasi Haste geben. Also wir können auch den hier nehmen. Statt Walter und dann versuchen, dem hier die ganze Zeit Haste zu geben. Und you crit charge this. Oh, das ist auch interessant. Das ist interessant. Das ist quasi ein Sandschleifer. Aber irgendwie in besser, richtig? In größer auch. Der Damage ist halt weniger, ne? Das ist kacke. Aber ich critte vergleichsweise viel. Ich könnte ihn sogar nach links packen, weil dann chargt er den hier. Weil der ist unabhängig von seinem Positioning. Und der gibt den Bonus an alle. Oh mein Gott, Walter. Give the core plus 5 damage for the fight. When this gains haste, charge it for 1 second. Okay, das ist krass. Aber ich habe halt noch keinen sinnvollen Haste-Skill. Mann, ich weiß nicht, ob ich Walter spielen soll. Der gibt einfach nur Max Life. Jason Item Gain Crit. Okay, das ist auch lustig. Eigentlich ist das sehr gut. Ich denke, das suits you beautiful. Eigentlich gut. Faulty saw cost me my arm. Last time I ever went, it's always that tool you thought you'd never need that ends up saving your butt. Your butt! Aber der hat Butt gesagt. Okay, also ich bin sehr gespannt auf diese Light Bulb. I may be young for a captain. Chemist Frozen? Ein Brain Freeze. So, der hat Gift. Das ist quasi unser Todfeind. Wir fangen quasi das Game mit 68.000 Gift an. Und gegen den können wir eiskalt gar nichts tun. Das ist ein Hardcounter. Gegen den wollen wir nicht. Chor nach rechts. Nee, die sollen schon. Die Items sollen den Chor laden, weil wenn die critten, wird der Chor geladen. Das Ding lädt den Chor, weil es aber nicht critten kann. Wir müssen halt mehr critten. Was ist das denn? Okay. When you burn, your items gain crit chance. Ja, also, jetzt habe ich den Helm natürlich verkauft. Double your crit items, crit chance. Okay, also das nehmen wir mit.
Weil wir es mitnehmen müssten? Okay. Wir können jetzt die Shields buffen. Oh, das ist gut. Okay, wir sind bei 34% Crit. Das ist schon not bad. Vielleicht machen wir es so. Ich glaube, den Feuertypen schaffen wir. So. Also wenn wir halb tot sind, geht's richtig los. So. Also wir critten mit unserem Feuer. Ich brauche noch mehr Crit! Es ist zu warm! Ja, wir brauchen halt Haste. Wir brauchen jetzt langsam, aber sicher Haste. Haste für die Crits. As a GSM and Master Merchant, I can, sell you things. Was ist das? Give your other items 2 Haste. While your enemy have burn. Oh, das ist krass. Aber... Server! Muss nur nerven. So, wenn ihr use an adjacent friend. Ja, der meint's gut, aber der ist zu groß. Der Balloon-Bot. Also der gibt irgendwann richtig viel Shield. Und der soll Damage geben. Der soll eigentlich unseren Damage steigern. Aber das, wenn ihr Crit Charge... Also das, eigentlich ist es gut. Aber es ist noch nicht das, was ich will. So, your shield items have more crit. Ja, müssen wir nehmen. Also ich glaube daran. Wir brauchen nur, when you crit, you haste. Können wir uns darauf einigen? Aber der hat auch das Ding. Der hat auch das Ding. Das hätte ich auch gern in gut. So, das ist gefährlich. Das muss sinken. Oh, das ist zu viel. Das ist too much. Mach das niedriger. Jetzt hat er gecrittet. Das ist 30%. Mehr Crit! Aua. Ja, der hat auf jeden Fall mehr Schild als wir. Aber der hat auch sowas. Das zählt nicht. So, Enchantment. Poison, oh mein Gott. Giftig, Chor. Okay, wird schwer. Oh, hier gibt's einfach richtig... Hä? Warum ist das dann auch nur 10? Das ist ja turbo bad. Oh, das ist gut. Ah, das ist richtig gut. Damit kann ich arbeiten. Leute, wenn die Crits... Wenn you crit, your shield gains shit. Das ist actually geisteskrank gut. Ja, es ist alles skillabhängig. Also es ist nur das hier unten. Das hier unten gewinnt ihr das Spiel. Guck mal, wie schnell es den hier lädt. Aber ich krieg den halt nicht abgegradet. Das ist das Problem. Ich krieg den nicht abgegradet. Also den dürfen wir vielleicht das nächste Mal nicht mitnehmen. So, jetzt krieg ich wieder mehr Weapons. Schildskills.
Warte mal, nochmal der? So, wir müssen XP nehmen leider, weil das andere können wir uns nicht leisten. So, also der Boy kann weg. Ja, ist die Frage, ob ich ohne den hier spiele. Weil der zu viel Platz wegnimmt. Ja, der war ein Fehler. Ich dachte, den chargt übelst schnell hoch. Aber so ist es ja nicht. Und das Ding ist auch Silber. Also es gibt eine Welt, wo wir das schaffen. Aber es ist ein schwer, es ist eine brutale Welt. Es ist eine brutale, anstrengende Kackwelt. So, der hat den Golfschläger. Das ist schon mal kinda good. Okay. So, der Sandschleifer. Wir werden geslowt, ist ein bisschen ärgerlich. Aber der Sandschleifer macht gut Work. Unsere Schilde kritten. Wenn sie kritten, steigern sie sich. Und Gift ist unser Backup. Eigentlich ist Gift unser Main Damage. Kriegt ihr mehr Max HP die ganze Zeit? Also, wenn wir seinen Golfschläger überleben, müsst du den einen Golfschläger überleben, dann hat er keine Chance. Ich winde ihn weg. Def! Ah! Okay, mal nur kurz. Def durch Sand. Ja, das überlebt er nicht. Haha. Maxim skaliert nicht. Euer Gehirn skaliert mit Scheiße. Und ihr seid in einem sterilen Aquarium. Oh, da ist nicht mal Wasser drin, da ist nur Desinfektionsmittel drin. Bis oben hin. Die Scheiße löst sich auf. Weil ich dazwischen bin. Das seid ihr. Was? So, warte mal. The first time, large item. Nee. Das ist ja alles... Das ist irgendwie nett. Das heißt, die kriegen alle 20 Schild. Ja, komm. Am Ende... Oh, free skills. Das ist rare. Hola! Du bist nicht hier. Alles gut. Ich bin auch nicht hier. Ich bin ein Zauberer. So. Punching Man. Der Punching Man verliert das Gift, richtig? Der verliert das Gift und dann kommt irgendwann der Wind. Wir probieren das, Leute. Wir probieren das. Das heißt, wir kriegen jetzt nur ganz viel Geld. Cleanse all, poison and burn. Ja, das würde jetzt ein bisschen dauern. Aber wir haben dann später 100% Crit auf den beiden hier. Scheiß Lightbulb ist halt einfach fucking Bronze. Das ist übel nervig. Und wir sind so hastelos. Aber wir skalieren mit unseren Schilden. Okay. Das heißt, am Anfang vergiften wir ihn ein bisschen. Und dann kommt der Wind. Der Sand. Und der Sand macht dann bap, 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 bap. Okay, das ist der Plan. Der Chor schlägt auch ein bisschen zu. Aber er ist wirklich scheiße. Macht der doppeltes Gift drauf, Leute? Könnt ihr mir das... So, wir haben 10.000 Schilde, ist gut. Unsere Schilde werden auch immer mehr, weil wir critten ja auch viel. Und wenn wir viel critten, wir auch viel machen. Die Schreie sind halt gruselig, ne? Das muss man jetzt mal sagen. Walter wäre hier stark gewesen, ja.
Walter wäre hier keiner interessant. Ein guter Punkt. Okay, der Schrei ist wirklich, der ist mir sehr unangenehm. So, der restliche Crit steigert sich aber nicht. Das ist das Problem. So, also beide, wir kassieren natürlich beide sehr hart. Aber ich kriege ja immer noch was dazu, ne? Jeder Crit ist 20 Damage mehr. Also wenn ich den 64.000er schaffe, wäre es sick. Der 64.000er wäre geisteskrank gut für mich. Krass. Der Chris Army Knife. So many repairs. Da hat jemand geschrieben, ich skaliere nicht, Leute. Müsst ihr euch vorstellen, wie dermaßen zurückgeblieben man sein muss. Das Einzige, was uns halt instant zerstört, ist einfach nur Gift. Bei Gift sind wir sofort tot. So. Also den 100.000er haben wir jetzt nicht geschafft, aber wir haben richtig viel Geld gemacht. Also dumm viel Geld haben wir gemacht. So, leftmost item, ne? Das ist jetzt, also es muss der Chor sein, weil der Chor gibt, glaube ich, allen Crit-Chance, ne? Weil dann brauchen wir irgendwann das Ding nicht mehr. Wenn das Ding und das Ding levelt, wäre übel geil. Diamond Tier Item. Da können wir lucky sein. Was bist du denn? When you sell this, your leftmost... Small items, small people. Ich geb Pull on, Leute, weil das macht mich traurig. Ich habe nicht mal einen, ich hab nicht mal einen Clip. Ja, ihr müsst euch jetzt selber unterhalten. So. Leute, ich habe jemanden mitgebracht aus der Toilette. Aus der Toilette. Das ist meine größte Stärke. Ich präsentiere euch. Oh Gott, du hast keinen Kopf. Daniel Brückwald, ja, look at that. Das ist eine gute Cam. Ich habe so hochgespült und hab so einen richtig geilen Arsch gesehen. Geil. Nee, war das, war ein Pissoir. Aber du kannst trotzdem aus meinem Arsch. Ja. Das ist geil. Training? Heute nicht. Schaffst du gar nicht, ne? Ja, ich schaffe es heute. Ja? Ich würde es schaffen. Ah, du bist seelisch nicht bereit. Nee, ich habe drei Tage nur. Von, ich habe literally, meine Tage sind morgens um 9 begonnen und um 22 Uhr waren die zu Ende. Oh, das ist kacke. Also normaler Maximtag quasi. Ja. Ja. Ja, kann man so sagen, ne? Aber für mich ist das zu viel. Das ist zu viel, ne? Das glaube ich. Aber morgen, oder? Ja. Dann bist du morgen da. Ganzen Tag. Na, wobei, abends irgendwann fahre ich los, aber... Gut, aber wenn wir haben doch morgen Supervive, richtig? Ist das morgen schon? Ja. Ich glaube, morgen ist der erste Termin, ja. Geil. Dann spielen wir morgen. Ja. Dann komme ich vorbei. Dann gibst du mir eine Stunde Dark Souls Coaching. Oh ja, da freue ich mich sehr drauf. Oder machen wir Training. Das finde ich gut. Das finde ich fair. So, soll ich alle einfrieren, außer den Chor für 2 Sekunden? Du hast aber Basar gespielt. Ich habe Basar gespielt. Das ist für ein OP-Drecksalter. Das ist weird, ne? Also wenn ich das haste, der Gegner wirklich keinen Spaß. Aber ich hab jetzt tatsächlich auch so ein Item gehabt, wenn ich das verkaufe, hätte das 3 Sekunden Freeze gehabt. Aber das habe ich noch nie gespielt. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich habe jetzt ein Bild, wo ich jetzt höchstwahrscheinlich verlieren werde. Ich würde gerne das Bild... Es ist pay to win. Sei ehrlich. Sei mal ehrlich zu deiner. Ja, sei mal ehrlich zu deiner. Wegen dem Muskelvollidioten? Nee, weil du. Ich hab nur diese Piraten-Alte. Ach so. Mit den Messern. Aber du hast doch. Damit gewinne ich gar nichts. Aber du hast doch. Das hab ich noch nie gesehen. Ja, das ist alles Normal Damage. Normal Damage ist nicht schlimm für uns. Du musst dir vorstellen, wenn wir critten. Wenn wir schilden, critten wir immer mehr. Wenn wir critten, kriegen wir mehr Schild. Okay, gut. Aber naja, der Crit kommt ja noch. Guck, es wird immer mehr. Es ist leider sehr warm. Sehr warm. Wir haben auch noch nicht alle Upgrades. Also wir brauchen das hier als Upgrade. Das wäre wichtig. Aber du siehst, jetzt kommen die Crits. Und die Crits, wie sind die? Groß. Die schallern rein und jetzt töte ich ihn durch Gift. Ich töte ihn... Gleich nochmal. Gibt ja keinen Lock. Aber er kann uns nicht töten, weil. Also ich meine, wir haben Gift als Problem, aber ja.
Und die Leute sagen die ganze Zeit, Maxim, dein Bild scaled nicht. Keine Ahnung, aber so heftig. Ich sage dir bei Gott, das ist alles pay to win. Aber wegen den, nur wegen dem Charakter sagst du das? Ja klar, also der Charakter, der erste... Aber den kann man ja freischalten durch normales... Die Piraten, Alter. Die kann ja gar nicht töten. Doch. Also, du kannst mal auf den ersten Pokal kommen. Ja. Aber mehr halt nicht. Du kriegst die Items ja gar nicht. Du ist ja nicht so, als würdest du die Items kriegen. Ich habe noch nie gesehen, dass ich alle Items schließen kann. Das hätte ich gar nicht gesehen. Ach so, nee, das heißt, du bist nicht so gut. Ach, komm schon. Also ein paar Wins sind holbar, aber es gibt auf jeden Fall sehr wilde Charaktere, ja, das kann ich dir dazu sagen. Skill Issue. Nein, es ist das gleiche Prinzip, ihr mögt das Game sehr und wollt es deswegen um Biegen und Brechen verteidigen. Und das finde ich okay. Emotionen spielen eine Rolle und gegen Emotionen kann ich nichts sagen. Aber die Wahrheit ist, dass es Pay to Win ist und es nur gewinnt, weil der andere Charaktere hat. Oh, das ist krass. So. Das würde ich nicht sagen. Und ich glaube, das ist ein gutes Finisher-Statement. Wie ist das bei euch? Finish him. Sehr gut, dann viel Spaß bei der Arbeit. Ich bin jetzt dann im Studio, im Büro, ja. Bin ich mit dem Dreh? Nee. Schwörst du bei deinem Leben? Ja, wirklich? Ich hab gelesen, dachte so. Du verarschst mich. Ich guck dich an. Kein Scheiß. Hä? Das war, davon weiß ich aber nichts. Ganz am Ende. Krass. Was sag ich da? Irgendwas Werbliches. Oh, heftig. Das glaube ich ganz doll wenig. Aber mal gucken. Wenn du nicht recht hast, bestelle ich dir was übel Ekliges. Du musst es essen. Geil. So. When you slow, you gain regeneration. Also das ist übel wild, Leute. Wir haben leider kein übelst krasses Slow-Build. When you crit, burn items. Also das ist leider ärgerlich. Ich habe jetzt den Helm nicht geholt. Mit dem Helm wäre das hier natürlich gar nicht so scheiße. Das bringt uns nothing. Und das hier, wenn ich... Ah, nee, warte mal. Dann freeze ich ein Item. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Leftmost wäre noch ein bisschen besser gewesen. Aber ich würde gerne das hier sehen, weil Gift ist ein Problem für uns. Wir gucken mal, ob wir Gift countern können. Okay, wir gucken mal, ob wir Gift gecountert kriegen. Wir können auch diesen Zerstörer-Typen, den wir auch machen können. Oh, der hat sehr viel Gift. Oh, das war, glaube ich, extrem dumm. Ah, das war, glaube ich, todesdumm, den zu wählen. Ich meine, wir haben so ein bisschen Regeneration. Aber es steigert sich nicht wirklich gut. Aber er kriegt ganz schön auf die Fresse. Okay. Also wir brauchen... was brauchen wir denn? Eigentlich nothing. Das ist alles scheiße. Ich brauche was ich verkaufe und dann kriege ich ein Stat dafür. Oh, schade. So, Poison Items. Ja, wir nehmen die Poison Items. Also am Ende ist Poison unser... Ich kann mir nichts leisten. Oh, Alter, super XP oder was? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja krass. Ich bin etwas verzweifelt und würde fragen, ob es any chance in Ordnung wäre, wenn ich einen Link zu meiner Umfrage hier im Chat teile. Ja, dann frag mal die Mods. Alexus guckt schon komisch, aber das ist gut. Das ist in der Regel was Gutes. Ich lasse das Alexus entscheiden. Ich nehme die Verantwortung und schmeiß sie weg. Warte mal, charge this for... was? Oh, das ist krass. Ich weiß gar nicht, dass der sich so krass steigert. So, wir lassen uns Alexus übernehmen. Classic Streamer. Naja, es ist Aufgabenteilung. So, der da macht viel Burn. Das ist eine Big Cannon, Bruder. 360. Also er steigert seinen Schaden schon mal nicht. Wir müssen also nur heftig durchhalten.
Und ganz, ganz, ganz viel Crit haben. Und jetzt geht's los. Guck mal, jetzt haben wir gut Schild bekommen. Da geht aber noch mehr Schild. Dann geht noch mehr Schild. Bruder, ich weiß schon gar nicht, woher der kommt. Defeat does not defeat me. Also ich bin einfach ein krasser Motherfucker, würde ich sagen. Warum bin ich so gut? Die kriegen mich nicht totgeburnt. Ich habe diese halbe... Es ist ja bei halber HP, gehe ich richtig ab. Also bei Poison Builds sind wir sofort tot. Aber ich glaube, dass die Poison Builds alle tot sind. First time, you have slow enemy item, 4 seconds, okay. When you slow, okay, das ist nicht viel. When you use a tool, okay, jetzt wird's wild. Das ist ein Tool, das kann man nicht mehr lesen. Das ist ein Tool. Wir haben drei Tools. Nee, doch. Wir haben drei Tools. When you use a tool, slow an item for 1 second. Wenn ich slowe, kriege ich Regeneration. Das wäre der einzige Gift-Counter, den ich hätte. So, wir sind Level 12. Was nicht Level 15 ist. Warte, warum ist das jetzt zur Auswahl überhaupt? Ist ja übel dumm. Our tools, weapons? So, der da hastet, ne? Der hastet. Und wenn ich haste, shield ich. Also der könnte interessant sein statt dem Ding. Und ich glaube, das machen wir. Weil der da hastet. Und das ist ein Tool, das heißt, wir slowen. Und wenn wir ein Tool nutzen, slowen wir. Und wenn wir slowen, kriegen wir Regeneration. Sogar ziemlich viel. Und wenn wir hasten, kriegen wir Schild. Was Gutes. Würde ich sagen. So. Was hat er? When you use a tool, reload. Das ist übelster Shit. Guck mal, wie viel Regeneration wir kriegen. Das ist kein beschissener Wert. Er ist natürlich nicht so schnell wie irgendwelche Pufferfischs, die Gift stacken. Aber welcher Pufferfisch? Leute. Welcher Pufferfisch? Ich brauche mal das Ding. Wenn ich das Ding upgraden könnte und wir 100% Crit hätte, ist das cool. Diese scheiß Security-Kamera. Ja. Das ist useless, ne? Lifesteal. Ja, Lifesteal kann man nicht benutzen. Wir haben noch zwei Shops, ne? Okay. Oh shit, oh shit, oh shit. Use your highest shield eigentlich. Das ist kacke. Das ist auch schade. Ja, ich denke, hier ist alles klar. Gut, wir gucken mal. Also wenn das ein Pufferfisch ist, alte 4. Wenn nicht, haben wir eine Möglichkeit. Okay, es ist kein Pufferfisch. Oh, was ist das? Enemy Max Health. Dagegen sind wir actually auch gut. Gegen Enemy Max Health sind wir auf eine gestörte Art und Weise sehr gut.
Weil der zieht mir ordentlich Leben ab. Ich bin tot. Ich will auch Crit. Ich will auch das Ding. Aber es war trotzdem eine gute Folge.